Hallo, hallo, hallo. Ach, hallo. Ja, Test. Hallo, 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 Test. Ja, ja. Hallo an alle, die da sind, die da eingeschaltet haben zum vierten Türchen von unserem Adventskalender Lottis Weg nach Weihnachten. Und heute bin ich tatsächlich nicht alleine, sondern ich bin heute unterwegs. Also wir werden später unterwegs sein. Wir werden nämlich noch LKW fahren. Noch sage ich nicht, wer alles mit dabei ist. Ich grüße nur schon mal Konstantin, der schon mal am Zuschauen ist. Hallo an dieser Stelle. Heute Abend geschlossene Gesellschaft mit den Weihnachtsmännern. Da hören wir gleich mal rein. Ich muss ein Stück trinken, wartet kurz. Besser. Wo war ich? Achso, herzlich willkommen an diesem 4. Dezember. Hallo Xai, ich begrüße dich. Schön, dass du reinschaust. Hallo Alex, ich begrüße dich. Hab gerade eine Minute WLAN. Ich sag Hallo und muss leider wieder weg, aber ich schalte sofort wieder ein, sobald es eine kontinuierliche Verbindung gibt. Hey, great news. Berichte uns von der WLAN-Front. So, genau. Hören wir jetzt mal rein, wer denn so alles da ist, und dann rede ich weiter. Es wird jetzt ein bisschen chaotisch. Da tippt einer auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal gut. Das ist immer toll. Also, an diesem 4. Dezember möchte ich euch begrüßen. Das sage ich jetzt schon zum dritten Mal, ich weiß. Aber hey, ich könnte es noch ein viertes Mal sagen, weil es ist ja der vierte, ne? So. Heute Abend darf ich die Weihnachtsmänner begrüßen. Und zwar Stefan, Benja, Hi. Tobi Mal. und Xai. Die fünf von der, nein, die vier von der Tankstelle und mein Idiotismus. Und diese fünf werden heute LKW fahren. Der Idiot fährt und die anderen quatschen. So ist der Plan. Dahinter läuft Musik und wir nennen das Ganze Talk Truck. Also, wo habe ich das Spiel? Ah, ne, Moment. Lautstärkemäßig müsste es von allen ja her passen, wenn ich das richtig gesehen habe. Maybe. Nochmal eine Frage, ist das ein neues Format bei dir? Was? Das, was wir jetzt machen? Nein, Talk Truck ist Nein. relativ alt. Das müsstest du eigentlich wissen, weil du warst in der ersten Folge Talk Truck dabei. Mal so am Rande erwähnt. Also, Ach schaut es so, euch so. an. ATS Folge 34. Das weiß der doch nicht. Das kann ich sogar ziemlich sicher sagen. Habe ich meine Tür jetzt eigentlich zugemacht? Ja, ich glaube schon. Gut. Wie auch immer. So lang schon? Ja, das ist schon. Wann ist das her? Es ist ewig her, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da war die alle noch gar nicht geboren. Das wäre ziemlich unsinnig, weil ich bin der Jüngste aus dieser Runde. Von daher ist das ein leichtes Paradoxon. Aber okay. Meine Herren, Sind alle Time Lords. ich darf Ihnen vorstellen, sein Name ist Thorslayer Tobi und er kann die Zeit beeinflussen. Ich bin der Doktor. In Wahrheit seid ihr nämlich alle nicht auf der Welt, weil sobald Tobi euch kennt, seid ihr tot. Ich kenne ihn ja noch nicht. Ich falle Ich bin der da sofort tot. Warte, bist du eigentlich tot, wenn du noch nicht geboren bist? Nein, dann existiert man ja nicht. Nicht existent und tot ist ein Unterschied. Nennt mich Daddy. Oh. Okay. Daddy, kaufst mir neue Schuhe. Ich geb dir gleich ein paar neue Schuhe. Ich hab dir erst vor 5 Jahren welche gekauft. Benutze sie erstmal. Wow.
finde unsere Runde schon wieder sehr geistreich. Ja, und dabei fahren wir noch nicht mal. Das kommt dazu. Das wird dann viel ruhiger, wenn ihr fahrt. Übrigens, Grüße von Alex, von dem Mann an der WLAN-Front. Mhm. So, wenn ETS 2 jetzt ein Update hat, ne, müsste ich leicht kotzen. Nur leicht. Ah, stopp. Ich muss den Spinner umstellen, Ah! Ah! Euro! Schnell! Bevor er gebannt wird. Ja, es hat doch gereicht, bevor er mein Ding umschaltet hier. Ich finde das gerade sehr interessant, was ich hier sehe. Was? Ich weiß, wie ich Nachrichten bei dir nicht anzeigen lassen kann. Wenn du deinen Stream reinguckst und meine Nachricht dort drin liest und das, was ich im Chat geschrieben habe, im Stream fehlt die Hälfte. Das ist wahr. Alles. Was hat Twitch heute wieder? Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie. Ah, da ist es ja. Ha. Ich habe ein Spiel gefunden. Es war nämlich eben nur Schwarzbild, also. Ja. Spiel fortsetzen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir überhaupt sind. Ich dachte, du fährst Volvo, nicht Ford. Da, 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 da. So kann man sich irren. Wollen wir sie reinlassen? Aber nach dem D-D-D-D-D hört's auf mit Karneval. Weil ich von Karneval absolut keine Scheißahnung hab. Wieso sind wir eigentlich die Weihnachtsmänner, wenn erst Nikolaus ist? Ja. Weil wir gleich Coca-Cola durch die Gegend fahren. Ich hab keine Ahnung. Und vor allem, wenn Nikolaus ist, wo sind dann die Klausen? Klaus. Hast du Angst? Das fängt ja schon mal sehr gut an. Und wir fahren noch nicht mal. Wo soll das denn hinführen? Der Weihnachtsmann und die vier Adventskerzen. Ich bin dann der Weihnachtsmann und ihr seid die Kerzen. Ja, wobei genau. Ich eigentlich der größte Armleuchter bin. Naja, egal. Ich bin nur die hellste Leuchter am Himmel. Vielleicht sollten wir den Leuten auch mal ein Spiel zeigen. Und nicht nur die lustige Dame, die... das lustige junge Mädchen, das ich glaube 16 Jahre alt ist. Oder so. Und die Hose... Nein, ich sag's jetzt nicht. Die Hose unten hat. Nein, die Hose entweder noch weiter hoch oder noch weiter runterziehen könnte. Wobei mich ja Zweiteres eher reizen würde. Aber, ja. In diesem Sinne... In diesem Sinne erstmal Auftrag suchen. Wir sind in Karlskrona. Das ist in Schweden. Das ist sicher? Es sagt jedenfalls mal meine Weltkarte. Das ist sicher? Ja. Ich sehe sie nämlich gerade. Zufälligerweise. Blöd, ne? Wie sicher bist du dir denn? Oh. Na, was fahren wir denn Schönes? Nee, hab ich jetzt keinen Bock für, da hin zu gurken. Gurken. Wir könnten nach Kiel fahren. Musst du uns Kiel holen? Gibt vielleicht was nach Travemünde. Ah, schlechte Witze. Yeah. Genau. Ich bin verwirrt. Bist du das nicht immer? Xai verwirrt den. Wieso wird dieser Auftrag so wahnsinnig schlecht bezahlt? Es sei denn, er ist verwirrt. Ah. Es hat sehr lange gedauert, bis dieser Witz kam. Ich weiß. Ich lass nach, ich werd alt. Ja, das wirst du. Danke. Das wird aber auch jeder von uns, also...
Von daher ist das nicht Nein, unbedingt... Nein, brauchen wir nie ab 50. War dieser Auftrag. Der ist es auf jeden Fall wert. Nicht. Richtig. Rostock, Kiel, ach komm. Erstmal Kiel holen. Oh, das Lied, was gerade läuft, ist sehr nice. Muss ich mal kurz festhalten an dieser Stelle. Du lässt Musik laufen? Ja. Nice. Ich sollte öfters in deinen Stream vorbeischauen. Kein Kommentar dazu. Gut. Ja, ich müsste kurz überlegen, weil mich das Spiel kurz verwirrt. Ich muss ja wieder was umstellen. Nur kurz. Gameplay. Lokalisierte Städte und Ländernamen. Ja, fahren wir mit einer deutschen Weltkarte. Da muss ich mich nämlich nicht mehr damit abrackern, diese komischen Ländernamen richtig zu schreiben. Ja. Ich meine... Polnische Städte und Ländernamen sind nicht ja. schrecklich. Breslau, Posen, Warschau, ja, Posen. Ja, gut. Krakau... Aber nee, hier sowas wie Pressburg oder Neusol oder wie heißt das hier? Wo war das hier? Nee, Stettin, wo waren das denn hier? Altenstein. Brünn, Prag, Ostrau, Krakau. Ah, hier, Allenstein. Ostrava, Allenstein. Man kann aus diesem Spiel tatsächlich was lernen, das will man nicht glauben, aber es ist so. Echt? Ja. Ein Spiel, in dem man was lernen geht. Das ist ein Lernspiel. Ja. Ich würde Spaß haben, ein Spiel nichts lernen. Man kann lernen und Spaß haben. Nein. r/technically the truth. 25.400 für 650 Kilometer. 25.000, wo ist das denn? Also so doof das klingt, der wird besser bezahlt, also fahren wir den. Hier gibt's ein paar Euro mehr für ein bisschen weniger Strecke. Ist mir lieber. So. Hast du das ausgewählt? Ja. Licht. Und los geht's vom Parkplatz weg. Ich bin irgendwie schon zu lange kein LKW mehr gefahren. Das ist nicht gut.
Da. Meine Tastatur. So schön? Ja. Wenn das natürlich nicht richtig dasteht. So. Da, wo ich sie gerne hätte. Oh, wir fahren gerade zum ersten Mal zu dieser Firma hier. Auch nicht schlecht. Kann man machen. Ich frag mich eigentlich, was Anna macht, ne? Ich kann's ja nicht sagen, leider. Das Einzige, was ich mal von ihr mitkriege, ist... Mehr kriege ich von ihr nie mit. Ich will mir kurz hier den Trailer zeigen. Und gucken, ob der gelenkt ist oder nicht. Ja, ist er. Ah, wie geil. Na, ich werde nicht den Sinn von gelenkten Kühlerfliegern verstehen, aber irgendwann vielleicht schon. Viel gefehlt hat er nicht. Weil alles, was ich über diese gelenkten Auflieger weiß, ist, dass die sich wahnsinnig schlecht lenken lassen, rückwärts einparken lassen. Will der mich wirklich über das Schiff schicken? Bist du wahnsinnig? Und ich höre mich jetzt immer doppelt. Ja, genau, ich fahr da lang. Ja, seid ihr noch ganz dicht? Ich fahr doch nicht da lang. Ach, liebes Navi-Team, bitte. Ich möchte nicht Ewigkeiten auf einem scheiß Schiff versauern. Vor allem, weil ich, wenn ich über die normale Strecke fahre, es einfach fucking 3 Stunden kürzer ist. Ist ja nicht so, dass ich Geld für die Strecke krieg, die ich fahre. Und ist ja nicht so, dass... Scheiße. Vollgas! Durch! Ich glaub, da hat Anna zu viel zu. Jetzt schon so eine raue Stimme. Oh, seit neuestem fahren hier auch Feuerwehrautos rum, die ziemlich strange aussehen. Wenn ich das mal so sagen darf. Was? Ich war's nicht, Xai. Das weiß ich. Ja, und derjenige, der echt drin hat, ist draußen. Ja. So, Leute, die mich doppelt. Ja, bei Tobi höre ich mich auch doppelt. Ach, bei Tobi ist das? Das ist bei Tobi.
Mitte erwähnt. Soll ich raus sein? Ja, das sind sich ja hier so Mäusepiepen. Was? Ich hör doch gar nichts. Doch, Echo. Du hast dich wieder gemutet, nee. Wahrscheinlich. Nein. Ich war die ganze Zeit on. Da hat doch den Stream nebenbei offen. Ich stelle darum doppelt. Ja, ich hab aber bei dir Ausschlag, wenn ich. Wenn ich im Stream nicht hören würde. Wait, what the heck? Nur Lotti höre, sondern auch alle anderen würden aufhören, weil ich mich selber höre. Tobi, danke schön für deinen Host. Bitte danke petitieren, hä? Los, PKW, fahr zu. Es wollen auch noch andere Leute über die Ampelkreuzung, außer mir. Nein. Doch. Ja? Oh, das ist verkackt. Wie ist das so bei mir ein Ausschlag? Juck ich so? Da. Das macht er nicht. Fahren, wenn nichts da ist. Sei, danke schön für deinen Host. Ja, bitteschön. Nee, ich hub jetzt nicht, Tobi. Hupen, sag ich, hupen. Sag mal, fährst du auf dem Gehweg oder ist das nur so? Nein, das nennt sich Straße. Auf dem Gehweg. Ich weiß nicht, worauf ihr in Hamburg so fahrt, aber das nennt sich Straßen. Es ist aus Asphalt. Also okay, bei uns das sind auch Gehwege teilweise. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Alter, hier sind 90, dann fahr 90, du Penner. Wieso hat die eine Spur zwei Spur? Okay. Ja, damit du schneller kommst als hin. Ja, dass du überholen kannst. Hier brauchst du nicht zu überholen. Ja, ich hätte jetzt die zweite Spur gebraucht, ja. Also ich den kenne, biegt dieser Kackbus wahrscheinlich gleich ab. Hallo Stefan, ich. Ah. Wow. Ein Cringe. Da bin ich total verlaufen. Ah. Hab ich vergessen, dass er hier am Telefon mitsitzt, ey. Ist nicht wahr. Was geht aus? Ich wollte nämlich gerade sagen, hallo Stefan, ich begrüße dich. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Wir haben ja lange nicht gehört. Ja. Lange nicht gehört. Na, vielleicht ist es ja. Dankeschön für den. Für Ausrufzeichen Fail. Wunderbar. Ein Bilderbuch. Beispiel. Ich kann trotzdem mal die Frage stellen: Wie geht's euch allen denn? Gut. Bin krank. Ja, das hört man. Das sieht gerade was aus. Versuche nicht so viel zu reden, das macht's nicht besser. Ja, ich wollte nämlich im Geiste noch sagen, ja, vielleicht tut ihm das Schreiben im Chat etwas besser für die Stimme. Oder so. Es sei denn, man hat Voice-Eingabe, dann bringt's genauso wenig. Er schreibt mit. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Funktioniert. Ja, es funktioniert alles. Kennst du das nicht? Nein. Ich muss da gerade nicht. Wenn der Epileppi nicht kennt, kriegt er. Der Epileppi ist halt geiler. Das ist so. Naja, wenn etwas funktioniert, wie es soll, dann heißt es, braucht bei mir im Freundeskreis. Also, so ein epileptischer Anfall ist nicht geil. Alter. Ich bin auch nicht geil auf dich. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Und mich erst.
Wow. Was immer. Herzlich willkommen in der sexuellen Selbsthilfegruppe Wir finden zueinander. Unser heutiges Gruppenthema ist Selbstfindung und Homosexualität. Er hat ganze 6 Mods. Was? 6 Mods? 6 Mods. Ja. Ich weiß. Ah, nicht 5, plus ein Bot. Ja. So. Jojo, Panda, Slotter, Stefan, ich. Hä, was? Du bist ja, Mod. Ja, die anderen drei sind ja nicht da. So, Blitzer vorbei, jetzt können wir wieder schneller fahren. Das ist so, das ist eine Sache, die müsste mir mal jemand erklären. Warum stellen die Schweden vor jedem Blitzer ein Schild auf, dass da ein Blitzer kommt? Freundlichkeit. Wahrscheinlich die Schweden, damit, wahrscheinlich nur die trifft, die tatsächlich auch kein, denen es tatsächlich egal ist. Keine Ahnung. Nein. Die Norwegier stellen nämlich auch vor jedem Schild einen Blitzer auf, ja. Garantiert. Nein, ich meinte andersrum. Vor jedem Blitzer ein Schild auf. Das war doch kein Fail. Doch. Ach, deine Entscheidung. Naja, egal. So Dinger müsstest du eigentlich eher in die Zitate-Ecke aufschreiben. Dafür bin ich zu faul. Oh Leute. Da macht man schon, da macht man schon eine Zitatdecke und dann landet da nichts. Dann landet da nur das Zeug, was ich selbst von anderen Leuten sammle. Bis du dann irgendwann sagst, dass du nichts mehr reinschreiben willst. Richtig, oder ja, bis ich den Channel einfach lösche. Wow, da kommt ja Gegenverkehr. Ich sollte nicht auf der anderen Spur fahren. Genauso wie dem bei mir. Stimmt, da steht ja, da ist einer. Ja. Ich brauche unbedingt auch ein Zitateheft auf Arbeit. Kollege, den ich habe, ist unser Fahrer. Der hat auch was Geiles gebracht. Ich brauche 22 Kilometer für 22 Kilometer. Dann wollte er sich korrigieren und hat gesagt, für 12 Minuten brauche ich 12 Minuten. Sag ich so, jetzt versuch's doch mal ein drittes Mal. Cool. Die hat zweimal hintereinander genau falsch rum. Ja. Das kann man machen, ist dann aber nur falsch. Warum fährst du so langsam? Ist das die Bullerei? Weil der Motor kaputt ist. Oh, das ist die Bullerei. Fahr mal dran vorbei und wink. Mal gucken, ob sie zurückfliegt. Ja. Nicht winken. Sollen wir sie wegdrängen? Oh, sie haben mich geblitzt. Oh, warte. Ja. Die Pisspenner biegen ab. Ah, ich hätte den schneiden müssen. Ich hätte den schneiden müssen, dann hätte er mich nicht geblitzt, sondern hätte ich nur. Das Blitzen ist billiger als der Unfall. Nee, hätte sich nicht gelohnt. Weißt du, einmal kurz hinten mit den Aufliegerachsen einmal so rechts von der Straße so wusch wegschieben. So ein bisschen zu früh. Hoppla! Ich bin ja eigentlich länger als ich dachte. Hoppla. Den mal kurz ein bisschen auf die Seite buxieren. Kreisverkehr Nummer 1. Ach ja, Kreisverkehre sind eine tolle Erfindung. Komm auf die nicht klar. Du bist doch nicht wahr. Man mit in die gefusste Stange, macht ein Kabel daran fest und ein Kabel am Auto und dann gibt man Gas. Das ist nicht Just Cause, Stefan. So funktioniert das nicht. Doch. Okay, ich finde die neue Physik irgendwie doch komisch. So, tangentielles Abbiegen. Die Physik. Nee, ich fahre beim Kreisverkehr, ich komme da nie raus. Ich krieg's nicht hin, rauszubiegen. Ja, du meinst mit dem LKW, ne? Mit dem Pkw. Hä? Ah, du fährst Auto? Ich hatte angefangen.
Ah. Ach so, Fahrschule. Ah. Ja. Fahrschule? Da stecke ich ja auch gerade drin. Ich weiß nicht. Das Problem ist ja, der Blinker ist ja rechts am Lenkrad. Nein. Bei dem ist es aber ja. Aber ja, weiß gar nicht. Das wäre irgendwie sehr komisch. Jedenfalls. Der Blinker hat nicht rechts am Lenkrad zu sein. Nicht mal bei einem Rechtslenker ist der rechts am Lenkrad. Der Blinker ist weltweit links. Ja. Keine Ahnung, mir auch egal. Und wenn du links und rechts vertauscht, dann hast du im Straßenverkehr schon mal viel Spaß. Das werde ich dir jetzt schon mal erzählen. Ja. Ist doch alles. Genau, wir fahren alle im Kreis. Ja. Ja. Nur so oder so. Ja, auf jeden Fall bin ich in den Kreisverkehr reingefahren, hab schon reingelenkt, ne? Wie viel den Gang fahren wir in den Kreisverkehr rein? Siebten. Zweiten. Keine Ahnung. Komm auf die Größe an. Hallo Pestis, ich begrüße dich. Schön, dass du reinschaust. Hey Pestis. Hi Pestis. Wieso alle gerne nach der Reihe nach hier was sagen? Eine halbe Stunde später alle mit Begrüßen fertig. Oh, der nächste kommt. Dann finden wir raus, wer von uns der größte Internet Explorer ist. Hallo Stimmen. So. Ja. Diese Stimmen befinden sich in deinem Kopf. Wir bilden uns das alles nur ein. Ja, heute ist Einbildungsdienstag. Der Dienst hat Einbildung. Ja, was machst du mit dem Tag? Ausbilden. Ja, nein, wow. Auch eine Bildung. Wow. Also sind wir alle gebildet. Ja, das Bild ist auch eine Bildung. Ist klar. Bild dir deine Meinung. Bild sie mir nicht. Nee, lass mal. Verzichte ich drauf. So, das kann ich ja in. Lieber hingehen und abfackeln. Was du willst. Würde ein bisschen deutsche Meinungsprobleme lösen. Was? Die ja, Bild abfackeln. Wenn du mir reinfährst, Alter, wenn du mir reinfährst, dann gibt's aber aufs Maul. Dann kommt die Schottkanzlerin. Dann ist er mir reingefahren, das ist richtig. Wieso ist da eine Ampel eigentlich? Ach so, die war ja letztes Mal aber schon. Du musst zahlen, weil du eben da reingefahren. Überfahr die Ampel einfach. Geht nicht, die ist aus gefühlt Kohlenstoffstahl. Ich bräuchte eine Bildzeitung. Ich habe leider keine Bildzeitung, das tut mir leid. Ich transportiere auch gerade keine. Was transportiere ich eigentlich? Ah, geräucherten Aal. Ich hab Hunger. Ist das nicht? Erst mal kurz vorbei, dass ich ihn ausladen kann. Ja, genau. Ich bin gerade in Rostock. Das ist ein bisschen schlecht. Ist geräucherter Aal und die Bildzeitung nicht dasselbe? Nein. Doch. Achso. Ja? Nein. Was? Nein, von dem Aal hat man ja schließlich was. Oh, da hat mein Spiel kurz gehangen. Okay, alles klar. Ganz ruhig. Ja. Nein, Pestis, wie geht's, wollte ich fragen. Das habe ich vergessen vorhin. Und Pest ist, wie läuft's mit? Welchen Gang man im Kreisverkehr fährt? Oh, stimmt, das stand ja auch noch aus. Zweiten? Ich weiß es nicht. Ah, okay, ich habe in meiner neuen Wohnung neuerdings eine Biotonne und dort soll man den Müll erst in eine Zeitung einwickeln, damit die Tonne nicht so stinkt. Immer diese Biotonne. Brauche ich ja, nicht. Dafür kann man ja ganz gut die Bildzeitung verwenden. Ja, deswegen, jetzt weiß ich, das ist. Ich brauche keine Biotonne. Ich rein, dass auf Form aus. Also, mir geht's also, gut. Zweitens, was wurde gefragt? Es wurde gefragt, in welchem Gang man in den Kreisverkehr reinfährt. Ja, von dir. Ja. Und von mir wurde gefragt, wie es mit Borderlands läuft. Ah, genau, jetzt hat man ihn verstanden. Ja, das wollte Stefan wissen. Stefan. Ja. Stefan. Mach was. Nee, warte, das war falscher Text. Da heißt ja Bob. Bob, do something. Ich hab's auf Deutsch. Mello. Auf Deutsch ist das ekelhaft. Ja, was denkst du, warum ich es auf Englisch gestellt habe? Biotonne ist super cool. Damit habe ich pro Woche vielleicht 200 Gramm allgemein Müll. Hey. Ja, Biotonne ist toll. Da kannst du viel Bio-Kram reinschmeißen.
Ja, aber ich brauche dennoch keine. Die Bioplastiktüten sollen dann hinein. Und zu vergammeln. Lock keinen dritten. Auch wenn die aus Bio sind, habe ich gehört. Ich mag diese Abfahrt voll. Ah, ja, ist das schön. Ja, also mein Fahrlehrer meinte im zweiten, aber ich denke mal, das wird sich noch ändern, wenn ich selbst fahre. Dann brennerst du auch im sechsten da durch. Ja, im sechsten, wenn mein Auto nur 5 Gänge hat. Oben drüber. Eben, genau, das meine ich ja. Wie war das? Es wurde mal Kunst im Kreisverkehr verboten, weil sie zu spitz war und da angeblich schon viele Unfälle passiert gewesen sein sollen, wo Autos aufgespießt wurden. Danke. Ja, extra 3, ne? Ja. Was wurde verboten? So Kunstwerke im Kreisverkehr. Das war irgendwie so ein Ding, was ganz viele Spitzen hatte und das stand in der Mitte von so einem Kreisverkehr drin und es könnte ja die Gefahr bestehen, dass ein Auto zu schnell ist und dann auf den Kreisverkehr drauf springt und dort aufgespießt wird. Wow. Ja. Ja. Bei uns in der Nähe. Theoretische Möglichkeit, aber sehr unwahrscheinlich. Dann würde ich einfach vor den Kreisverkehr ein Schild hinstellen, zu schnell fahren auf eigene Gefahr. Wobei, das ist eigentlich immer generell der Fall, ne? Man müsste es gar nicht immer extra hinschreiben. Das Problem ist, ohne das Teil kannst du dann passieren, dass er zu schnell auf den Kreisverkehr zufährt, da drüber fährt und dann trotzdem einen Unfall baut. Ja. Ja, oder im Kirchturmdach landet. Ja. Weil er kann es ja nicht. Habe ich das nicht auch mal irgendwo gelesen, dass das geht? Der Skoda Kosmonaut, der ist im Kirchendach gelandet. Da ist jemand auf dem Bürgersteig draufgefahren und im Kirchendach gelandet. So, ja, ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo warst du mal? Wo irgendjemand ins Kirchendach reingeflogen ist mit dem Auto, weil er dort parken wollte. Oder war das was anderes? Aber irgend so eine komische Story habe ich mal gelesen. Das kann der Skoda Kosmonaut gewesen sein, der im Kirchendach gelandet ist. Und es gibt auch einen Bericht, das habe ich mal gelesen, in der Zeitung. Da hat, ich hab die noch irgendwo, das ist bei so eine Fachzeitschrift für Fahrzeuge. Und da hat jemand geschrieben, es gibt in Deutschland irgendwie eine Familie, die wohnt in einem Haus und das Haus steht halt hinter so einer Kurve und die haben da vorne eine Leitplanke lang gebaut. Nee, Quatsch, das war keine Fachzeitschrift, das war auch extra 3. Und da sind die halt immer zu schnell unterwegs gewesen und die haben dann irgendwie so 20 Mal ist zu viel, so 5 Mal im Jahr die Kurve nicht gekriegt und haben dann immer im Wohnzimmer gestanden. Weil die aus der Kurve rausgeflogen sind und sind dann schnurstracks in diese Hauswand reingeeimert. Aua. Was dann dementsprechendes zur Folge hatte. Wieso hält der Typ jetzt an? Ist das der Artikel? Ich glaube schon. Ja. Ich fand das so geil, als ich das gehört habe, ein Auto im Kirchendach. Ja, parken kann er. Metern. Ja, parken kann er. Sind 7 Meter höher. Bei uns in der Nähe ist es cool, da sind Kreisverkehre. Oh, das war knapp. Ohne dass sie als solches ausgeschildert sind. Soll heißen, du kannst gerade drüber fahren. Diese aufgemalten Kreisverkehre sind das wahrscheinlich. Ich kenne die. Wir haben da auch einen. In der Stadt, wo ich arbeite, / zur Schule gehe. Da war früher eine Kreuzung und man dachte sich, boah, Kreuzung funktioniert nicht. Wir pinseln jetzt einfach mal einen Kreisverkehr auf die Straße. Und dieser Kreisverkehr hat einen Außendurchmesser von 6 Metern. Während so ein durchschnittlicher Kreisverkehr einen Außendurchmesser von ungefähr 13 Metern hat. Hallo Jan, ich begrüße dich. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir denn? Hi Jan. Krass. Lustiger Gag wäre ja auch mal sowas. Mit so einem überfahrbaren Kreisverkehr und wir machen in die Mitte
in die Fläche, wo man eigentlich nicht drüber fahren sollte, so einen riesen Teller mit einer Sprungfeder und immer wenn da jemand drüber fährt, wird er weggeschleudert. Ihr würdet doch garantiert nicht die Unfallzahlen erhöhen, nicht wahr? Nein. Funktioniert aber Physik nicht. Das macht nämlich, das macht nämlich einer, dann steht es in der Zeitung und dann fährt an diesem Kreisverkehr nie wieder jemand lang. Super, und dir? Ach, mir geht's soweit gut. Seelisch etwas niedergeschlagen, aus diversen Gründen. Nein, eigentlich nur aus einem Grund, aber das ist jetzt nichts für ihr. Aber, also, ja, mir geht's gut. Ich kann LKW fahren, da geht's mir immer gut. Wow, Tobi. Wow. Ja, nee, Mann. Ich wusste übrigens, ich sag das jetzt, glaube ich, schon zum 50 Trilliardsten Mal. Ich wusste gar nicht, dass es Super Meat Boy, also dass es Meat Boy auch als Twitch-Emote gibt. Ja, gibt es. Das wusste ich. Ja, ich wusste es nicht. Siehste mal. Achso, Tobi, stell den Link mal noch auf den Discord. Sonst vergesse ich das später. Siehst du, du könntest auch Super Meat Boy in den nächsten Tagen spielen. Das habe ich auch noch vor. Nice. Also, keine Panik. Ich habe noch, warte, heute ist das vierte Türchen. Ich habe noch 20 Türchen dafür Zeit. Nein, 19, weil nächsten Samstag spielen wir ja Landwirtschaftssimulator mit Jojo zusammen. Den 15er, das habe ich schon so angekündigt, ja. Und Jojo hat das auch schon so abgenickt. Also wenn er Zeit hat, spielen wir nächsten Samstag Landwirtschaftssimulator. Mal wieder. Da gibt es eine neue Ausgabe von Jojo und die Landwirtschaft. Wird das lustig oder wird das lustig? Das wird lustig. Das wird sehr, sehr lustig. Mal gucken, dass ich ihm wieder ein paar... Zusammenschnitt von Alex. Muss ich mal gucken, dass ich ihm wieder ein paar lustige Anhänger gebe, die er rückwärts einparken muss. Ach, du bringst ihm den Quatsch auch noch bei. Ja, er hat mich nach einem Tutorial gefragt. Nein, er hat mich nicht nach einem Tutorial gefragt, aber... Er wollte halt wissen, wie so ein bisschen so grundlegende Sachen funktionieren. Hab ich gedacht, klar, erkläre ich dir gerne. Und er hat den halt und er wollte den mal spielen. Und weil alleine will er den nicht spielen, weil er keine Ahnung hat, nach eigenen Angaben. Und so weiter. Ich müsste ihn jetzt nochmal fragen, ob er sich jetzt den 19er eigentlich holen wollte oder nicht. Können wir nicht jetzt einfach im Chat auftauchen? Nein, ich glaube, er schläft schon. Er hat mir geschrieben, die Adventskalender-Türchen unter der Woche sind ihm zu spät. Er ist aber noch online. Wahrscheinlich ist er am Handy oder so. So, wir sollten mal bremsen, sonst werden wir gleich wieder geblitzt. Weil die Polizei fährt nämlich direkt neben mir. Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal nach links rüberziehen und mal gucken, was passiert. Wie wäre das? Ja. Nein, mach den Rückwärtsgang rein. Die ist neben mir, das bringt nichts. Hält sie an. Aber sicher, dass du jetzt rückwärts fährst. Ha, ich hab sie erwischt, sie bleibt stehen, macht Warnblinker an, ich muss aber nichts bezahlen. Und warum? Weil ich sie mit dem Auflieger erwischt hab. Sehr gut. So soll das sein. Hast du sie jetzt gerammt? Ja. Die Armschwein. Oder zumindest gestriffen? Du wolltest gestriffen sagen. Ja, ich wollte gestriffen sagen, aber ich weiß nicht. So eine Kaktusse, Kaktee. Du bist auch so eine Kaktusse. Auch einfach mal schön über beide Spuren drüber fahren im Dingskreisel. Ja, aber ich muss hier abbiegen. Ha. Warum wir nicht den Multiplayer spielen? Ganz einfach, weil der Multiplayer bei mir das Spiel einmal kaputt gemacht hat. Und da durfte ich mein Profil nochmal neu anfangen. Und da habe ich keinen Bock drauf, das nochmal zu machen. Außerdem habe ich so viele Mods in dem Spiel drin, dass der Multiplayer schlichtweg nicht gut funktioniert. Das ist der Grund, warum wir nicht Multiplayer spielen. Aber, also nicht mit dem Euro Truck Simulator. Aber ich probiere mal, den American Truck Simulator Multiplayer zum Laufen zu kriegen. Weil ich da ein paar weniger Mods drin habe. Ja. Mit wem willst du das dann? Erst denken, dann sprechen, danke. Ja, hilft. Ja, ich würde mal sagen, mit allen, die Lust haben. Also Jojo hat den ja, Tobi hat den ja, Stefan hat den ja, Xai hat den ja. Xai hat den ja.
Pestis hat's auch. Ja. Kann er auch mitfahren, wenn er will. Machen wir eine große Firma und ich bin der Pleitegar. Du fährst vorne weg und rammst alle auf die Seite. Ja. Machen wir dann die LKW-Gang. Genau. Statt eine Motorrad-Gang machen wir eine LKW-Gang. So eine Trecker-Kolonne. Ja, so eine Trecker-Kolonne-Ding. Macht das auch Sinn? Erst einfach den Funkverkehr. Ich hasse diese Auflieger mit gelenkter Achse. Die kann man nämlich nicht gut rückwärts fahren. Die gehen mir auf den Sack. Das ist unschön. Ich brauche ganz normale Auflieger mit drei starren Achsen. Ja. Die lassen sich gut rückwärts fahren. Also Xai, du wirst mit dem Update viel Spaß haben. Mit der 1.33 und der 1.32 vom ETS. Ja, super. Also solange ich nicht mehr noch mit dem Anhänger dran rückwärts einparken. Nein, die Double Trailer musst du nicht einparken. So, bitte einmal absatteln. Dankeschön. Ich hab's versucht. Du musst gar nicht einparken. Es geht nicht. Und das krieg nicht mal ich hin. Als ich den irgendwie so halbwegs da so drin stand, so nach einer halben Stunde. Hab ich festgestellt, das funktioniert ja nicht. Bin ich nochmal rausgefahren, nochmal im Block gefahren. Und dann stand da vorwärts einparken. GG Xai, GG. 7 Stunden 43, da werden wir da wohl noch einen Auftrag haben, also bitte. Genau, ganz grausig, ganz grausig. Ja, ich bin scheiße, ich weiß. Das muss man mir nicht sagen, das weiß ich von allein. So. Ich brauche mal. Wir könnten jetzt noch nach Prag fahren. Was kriege ich da für 17.500? Ich könnte wieder zurückfahren und kassiere dafür 37.600 Euro. Mache ich aber nicht. Was machst du stattdessen? Stattdessen, das kriege ich dafür 26.000 nach Lublin, aber so viel Fahrzeit habe ich nicht mehr. Schade. Moment, da kriege ich doch mehr bei den externen als 17.5. Ich will nicht zurückfahren. Wobei es ja bei den Aufträgen hier eigentlich scheißegal wäre. Ihr macht's mir nicht einfach. Ich muss jetzt mal kurz was gucken. Wie lange brauche ich nach Danzig?
Okay, wir fahren wieder zurück. Mit den SUVs für fast 40.000. Ja. Aber diesmal fahren wir andersrum. Andersrum, sagst du? So wie uns das Navi zuerst herschicken wollte, fahren wir jetzt wieder zurück. Okay. Dann sind wir einen schönen Kreis gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Ich find's lustig. Ganz ruhig. Also ich werde dann mal demnächst versuchen, ATS Multiplayer zum Laufen zu kriegen. Und ich hätte irgendwie voll Bock auf so ein Community-Ding. So Community-Fahren und so weiter. Wäre ich voll motiviert. Was haltet ihr davon? Nice. Wunderbar. The fuck. Sei, aber du musst dir dann zumindest mal einen eigenen LKW organisieren, weil die schnellen Aufträge zum Hochleveln gibt's im Multiplayer ja nicht. Mist, dann muss ich das auch noch machen. Ja. Wäre ja, das hatte ich ja auch mal. Ja, was denn jetzt hier? Du weißt aber, ab wann ich erst anfange, ne? Ja, ab Sonntag. Ja. Dementsprechend, ein bisschen Zeit habe ich ja. Ja. Die Zeit kriegst du auch. Also wenn ich einen halben LKW kaufen kann, dann kann ich den Rest als Kredit kriege ich aus. Oh, nette PKWs. Krieg ich einen davon? Luxus-SUVs sind das. Kann ich einen davon haben? Weiß nicht. Oh. Ich kann sie zwar nicht fahren. Ich darf sie zwar noch nicht fahren, aber warum schadet ihr nicht? Zack. Ja, man sieht leider nichts, es ist halt fucking dunkel nochmal, aber hey. So, jetzt muss ich gucken, dass er mich auf die richtige Strecke schickt. Ja, er schickt mich nämlich genau andersrum. Da will ich nämlich nicht fahren, ich will da lang fahren. Lange nicht mehr Autos gefahren, tatsächlich. Ist schon ein bisschen her. Das letzte Mal. Also, auf. Und davon? Ja, auf Richtung Hafen. Los, Ampel wird grün. Oh, da hat sie sich gerade ausgeschaltet. Auch nicht schlecht. Vorfahrt achten, das heißt rechts gucken, ob was kommt. Links gucken, ob was kommt. Dann nochmal. Ne, links, rechts, links. Links, links, rechts. Ja, wenn ich an der Vorfahrt 8 eine Straße rechts abbiegen möchte, schaue ich links, rechts, links. Du musst noch nicht mehr zwingend nach rechts, also du sollst nach rechts schauen. Es könnte nämlich sein, dass da auf der rechten Seite, auf der anderen Fahrspur ein Hindernis ist und dann kommt von rechts das Auto, das weicht da auf meiner Fahrspur aus, wo ich hin möchte. Ich gucke nicht, fahre raus, stoß mit dem zusammen, dann bin ich schuld, weil ich ihm auch die Vorfahrt genommen habe, weil er kommt ja immer noch von rechts. Mhm. Dann fahr einfach links. Biegen wir links ab. Wenn du nach links abbiegst, musst du ja noch auf mehr aufpassen. Dann muss ich auf beide Seiten gucken, klar. Ja. Nein, links auf der Seite fahren. Nicht nach links abbiegen. Ach so. Was ist das denn hier? Ach, eine scheiß Baustelle. Das war knapp. Alter, hier sind 90. Fahr gefälligst schneller. Sonst steige ich aus und fackel dir das Auto im Fahren ab. Wie schnell fährt er? 45! 45, hier sind 90. Überhole ihn. Nee, darf ich nicht. Hier ist Überholverbot. Von rechts. Eine Spur, geht schlecht. Aber er fährt eh geradeaus, ich bieg links ab, von daher scheißegal. Interessiert mich nicht. Soll er doch sterben gehen von mir aus. Ist mir sowas von egal.
Ah, da kommt Gegenverkehr. Also schalten wir dort Fernlicht wieder aus. Und das ist kein Verkehr, das ist Haus. Die Lichter da rechts, aber da kommt noch ein LKW. Ein Kollegien. Ein Collegien. Collegien. Die Polizei mit einem Unfall, der unbeleuchtet ist, sehr gut. Immer gerne gesehen oder immer gerne übersehen, trifft es ja besser beim unbeleuchteten Unfall. Die Polizei steht hinter, also nee, vor der Unfallstelle. Und nicht dahinter. Wobei wir jetzt wieder streiten können über die Definition vor der Unfallstelle und dahinter. Davor ist, wenn ich davor stehe. Dahinter ist, wenn ich schon weiter bin. Dann steht sie hinter der Unfallstelle. Nach der Definition. Weil wenn ich drauf zufahre, kommt zuerst das Unfallauto und dann die Polizei. Und dann steht sie hinter der Unfallstelle. Nein, das ist genau anders. Ah, hier ist eine Ampel. Oh. Wusch. Am Schluss haut diese Bremse zu, das ist unfassbar. Ich muss in Karlskrona tanken. Dann spielen wir morgen ein Unreal Tournament. Ich will aber ein Unreal Tournament spielen. Du könntest es dir mal runterladen, ja. Nö. Ich hab momentan richtig Bock auf ein Spiel. Ich hab momentan auch richtig Bock auf ein Spiel. Ja. Bei mir wäre das auch abraten. Was wäre das bei dir? Sauerbraten? Sauerbraten. Es gibt ein Spiel, das Sauerbraten heißt? Ja. Ja. Das macht auch Spaß. Muss es nicht? Details bitte. Naja, hast zwei Teams, hast eine Waffe mit einem Schuss und dann schießt drauf. Aha, und die Waffe verschießt Sauerbraten. Nein. Das ist einfach nur der Name. Ach so. Kreativ. Die neue Game Name Finding Taktik. Wir gehen durch den Supermarkt und schauen uns die Fleischtheke an. Und das erste Essen, das uns komisch vorkommt, das nehmen wir als Titel. In diesem Falle Sauerbraten. Das war ungefähr, wo es ist abgerufen. Okay, ich frag dich was anderes. Hast du schon mal Sauerbraten gegessen? Ja, was ist das? Das ist bestimmt, ich weiß es noch nicht, ich hab so viel gegessen. Fangen wir damit an. Hast du schon mal gegessen? Ja, hat er. Ich hab jetzt was essen, und zwar eine Scheibe Käse. Hast du eine Scheibe Käse heute nur gegessen? Oh, huch, das ist, Warum bin ich auf der durchgehenden Straße, die dann auf einmal eine Vorfahrt 8. Straße ist? Na, da war ja keiner, von daher ist es egal. Welch Zufall, hier ist auch ein Bahnübergang. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Wenn da hinten schon ein Bahnübergang war, der rot ist, dann wird hier wohl auch ein Bahnübergang sein, der rot ist. Weil die Straßen ja nicht zufällig fast parallel nebeneinander laufen. Alter.
Alter Karteikartenverwalter. Ich habe auch nie einen Bahnübergang gefunden bei mir. Es gibt in Deutschland 2. Wow. So viele? Ja. 2 oder 3, aber nicht mehr. Die sind alle auf Landstraßen. Wer hätte das gedacht? Und der eine ist, wenn du von Köln aus über die Landstraße Richtung Mannheim fährst. Da ist einer. Und zwar relativ kurz hinter Köln. Da fährst du an diesen, durch dieses komische, durch das Rheintal fährst du durch. Und ich dann... Ich war nur in Norddeutschland unterwegs. Ha? Ich war nur in Norddeutschland unterwegs. Ich bin noch nicht runtergekommen. Ach so. Hannover war das südlichste, was ich hatte. Ah. Da ist keiner tatsächlich. Weil ich müsste mal gucken, ob sie vielleicht jetzt auf der Strecke Hannover-Kiel, auf dieser komischen Landstraße da, die ich im German Truck Simulator schon gehasst habe, weil die absolut scheiße ist, weil du da nicht überholen kannst und die Autos so extrem langsam fahren, dass du wahnsinnig wirst dahinter. Überhol einfach dennoch. Geht nicht. Weil immer Gegenverkehr da ist. Geht schon. Mein LKW sollte auch bitte ganz bleiben. Wird schon schwieriger, ne, dann. Einfach durchs Gelände fahren. Geht nicht, wenn links und rechts Leitplanken sind. Durch die durchfahren? Sind aus Kohlenstoffstahl. Und? Geh nicht kaputt. Dann fährt man eben über die Gehüber. Dafür sind sie zu hoch. Was für die Leitplanken, die da mähen? Also, ohne Scheiß, wenn man Leitplanken so bauen würde, wie sie hier in dem Spiel sind, ich fahre dem viel zu dicht auf, dann würden sie ihren Sinn total verfehlen, nämlich dass sie einfach nur ein Dämpfer sein sollen. Sie würden eine scheiß Atombombenexplosion überleben. Wenn die Straße kann weggefegt sein von mir, da kann sich der Asphalt von der Straße ablösen. Die Leitplanke bleibt da stehen. Egal ja. Was da ist. Das auch. Oh, ein Bahnübergang, wer hätte das gedacht? Das hast du jetzt schon bald in Deutschland. Nein, ich bin in Polen unterwegs. Oh, der ist rot, welch Zufall. Das hast du jetzt die 2 aus Polen. Nein, in Polen gibt's glaube ich 7 oder so. Ja, kommt da heute vielleicht noch ein Zug oder nicht? Nein. Wie wär's denn? Ja, da kommt er angestichen. Warte, das möchte ich mal kurz zeigen. Diese Lichter, also dieser Zug, wenn ihr das seht, ne, diese weißen Lichter, die da kommen. Dieser Zug fährt mit 0,5 km/h durch die Gegend. Nee, das sind mehr wie 0,5 km/h. Also gefühlt sind es 0,5 km/h, aber es ist mehr. 30 vielleicht. Maximal. Es ist jedenfalls scheiße langsam. Ja, vielleicht hat der Top das Momentum noch. Ah, es ist doch schön, so einen fahrenden Christbaum zu haben. So viel bunten Lichterchen. Ganz viele Aufliegerpeilleuchten, damit man die Silhouette des Aufliegers immer sehen kann, egal wo man sich befindet. Finde ich sehr gut. Huch. Ich werde mich gleich mal nach dem Stream dran setzen, ATS Multiplayer zum Laufen zu kriegen. Werde ich Ding jetzt nochmal runterladen, Truckers MP und ja, magst du dann auch mal schicken? Ja, kann ich machen. Musst dich dann nur anmelden. Ja, ich brauche halt nur, dass es bei mir habe ich angemeldet. Ja. Aber wenn ich spielen will, muss ich den ja starten. Konto müsste ich haben. So ist es nicht. Das wollte ich genau. Ja, pass auf, es läuft nämlich so. Du musst Truckers MP sagen, hier ist dein Basisspeicherstand, von dem aus du lädst. Ja.
dementsprechend brauche ich das Ding ja. Ich kann ja nicht einfach sagen, hier, ja, ich bin jetzt laut. Mach mal. Ja, das ist das Problem. Sag mal, welches verkackte Huhn ist mir jetzt schon wieder abgehauen? Sehr gut, der Bus ist schon mal weg. Einer weniger im Kampf auf der Straße. Wenn ich sage Kampf auf der Straße, läuft hier definitiv die falsche Musik. Weil ruhiger, entspannter Lofi-Hip-Hop nicht zum Kampf auf der Straße passt. Schätze ich jetzt mal. Oh, die Kurve ist aber eng. Ui. Egal, fahren wir trotzdem mit 90. Oh, ein Blitzer. Die Polen sind genauso dämlich wie die Schweden und die Norweger. Die stellen auch vor jedem scheiß Blitzer ein Schild auf. Gucken wir mal, ob so wir den passt, Blitzer... So passt, dass das Bild geblitzt wird. Nee, gucken wir mal, wo der Blitzer ist. Da ist er. Schön den Stinkefinger hochhalten und das Fernlicht ausschalten. Zack. Schilder für den Blitzer, damit auch wirklich nur die Vollidioten getroffen werden. Und vor allem dieses Schild, ne, ist locker so 2 auf 4 Meter groß. Da steht auch noch schön drauf, Radarkontrolle. Ah, die Franzosen machen das ja auch. Wobei in Deutschland stehen auch überall die Schilder Radarkontrolle. Vor allem in Deutschland findest du eher Schilder, die dann die ganze Zeit zwischendurch sagen, bevor sie fahren sollen, sonst was. Ja. Und ich frage mich immer, es ist Redundanz. Die Autobahnwerbung, auf der draufsteht, lass dich nicht ablenken. Ist ablenkend, ja. Ach ja. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Um aus ASDF-Movie zu zitieren. Ich kann nicht lesen. Ich hab eine Nase. Scheiße, er hat eine Nase. Babam, bam, 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 bam. Desmond, der Mondbär. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Das Ende ist das Beste an dem Clip. Um das mal kurz festzuhalten. Das Protokoll. What? Ich habe 39 verworfen Frames. Wieso das? Das geht aber nicht. So, wenn wir mit der Tour angekommen sind, erstmal noch hier überholen. Oh, in dieser Kurve ist Überholverbot. Oh, die Straße wird zweispurig. Egal. Draufgeschissen. Macht man halt so 500 Meter vom Autobahnanfang noch überholen. Also, Fakt ist, wenn ich später so Auto fahre, wie ich hier LKW fahre, wird das eine Katastrophe. Ja. Das Einzige, was ich mir... die zwei einzigen Sachen, die ich mir vom Gaming aber angeeignet habe, von den fast 900 Stunden LKW-Simulation, sind Spiegel gucken und blinken. Weil ich da wirklich Wert drauf lege, dass ich da überall in die Spiegel reingucke, weil ich nicht willkürlich fahre. Ich fahre zu schnell, ich fahre rabiat, ich fluche gerne, aber ich blinke und gucke immer in die Spiegel. Das sind für mich zwei Grundsätze. Ist das ein scheiß Kreisverkehr? Ja, es ist ein scheiß Kreisverkehr. Cool. Ah, wir sind schon am Hafen. Sehr gut. So, wo willst du hin? Wo willst du hin? Fährst du raus? Ja, du fährst raus. Sehr gut. Unser
entweder man rechnet es ab oder man rechnet es. Die zwei Optionen sind das. Wir haben aber immer noch kein Thema für heute gefunden. Das ist doch egal. Wir reden über Zeug. Wir reden über Verkehr. Guck mal, wir reden über Verkehrswesen. Guck doch mal. Wir reden über Verkehr. Powered by Lotti. So, wir sind jetzt einfach schon, denke ich. Okay? Hoppala. Er hat damit angefangen. Da wollte der aus dem Kreisverkehr rausfahren, aber ich habe ihn nicht gelassen, weil ich nicht muss. Deswegen hasse ich zweispurige Kreisverkehre. Ich bin sehr froh, dass es bei uns keine gibt. Gut, dass du nicht in England wohnst. Die Regeln, die es gibt, sind meistens so angelegt, dass es eine Seite als Abkürzung für die andere gedacht ist. Ja. Nee, ich meine so wirklich zweispurige, auch im Kreis zweispurige Kreisverkehr, die zweispurig komplett rundherum gehen. Nee, das habe ich auch noch nicht wirklich gesehen. Das ist so ein Ding, das haben sie für Euro Truck Simulator erfunden. Das gibt's nicht wirklich. Frankreich ist so bescheuert, das Land, da gibt's das. Großbritannien auch. Ich hab bei mir um Ecke, hab ich den beschissensten Kreisverkehr ever, den ich kenne. What? Erstens, dreispurig. Habt ihr das gerade gesehen rechts? Was die zwei Transporter da gemacht haben? Die sind ineinander rumgebackt. Und da noch mehr. Bei mir um Ecke habe ich einen Kreisverkehr, der ist dreispurig, mit einer Ampel im Kreisverkehr. Das ist geil. Glaube ich. So, ich würde gerne nach Karlskrona. Und das ist auch die Autobahn, also der Kreisverkehr führt auf eine Autobahn, deswegen ist er mehrspurig. Weil zwei Spuren davon führen auf die Autobahn. Wow. Und direkt nach der Autobahnabfahrt hast du gleich die Ampel. Aber nicht am Kreisverkehr dran. Nein, genau im Kreisverkehr. Dass der gesamte Kreis stehen bleiben muss. Ich weiß gar nicht, was Anna hat. Gegen Cards Against Humanity. Oh, Cards Against Humanity ist cool. Lustig. So, wir sind in Karlskrona wieder zurück. Und zwar bei der Firma, fast bei der Firma, wo wir eben unseren ersten Auftrag angenommen haben. So, wo geht's denn hier nochmal raus? Verflucht noch eins, da geht's nicht raus. Also fahren wir rechts raus. Sehr gut. Das heißt, ich werde wieder am gleichen Parkplatz schlafen, wo ich es letztes Mal auch getan habe. Ja, was? Nee, was ich werde nicht. Ich werde gar nicht schlafen, weil ich habe wieder 11 Stunden Fahrzeit, von daher, ja. Naja, was Ampeln an Kreisverkehr angeht, das haben wir bei meinen Eltern auch in der Stadt, allerdings halt über eine Ausfahrt bzw. Einfahrt, zum einfachen Grund, damit auch die Fußgänger rüberkommen können. Oh. Sonst keiner anhält für die. Sorgt dafür, dass wenn Fußgänger drüber wollen, auch teilweise bei dem kleineren von den beiden auch mal der komplette Kreisel zusteht. Scheiße. Ja. Das krasseste. Wenn die es da nicht auf den Rail kriegen mit Superstreifen, ne, dann. Ja, nee, es muss doch nicht mal ein Zebrastreifen hin, da ist ein Fußgänger bewegt, da sind auf beiden Seiten und halt diese abgesenkten Bordsteine. Ja. Mit halt Markierungen für Blinde. In der Mitte ist noch die Verkehrsinsel, wo halt auch das dementsprechend angelegt ist. Das ist ein Überweg, da muss man für Leute drüber lassen. Egal, ob das ein Zebrastreifen ist oder nicht. Das macht aber keiner. Also, beziehungsweise da hat anscheinend keiner gemacht. Wie war das, wenn man aus dem Kreisverkehr rausfährt, muss man sie drüber lassen, wenn man reinfährt, nicht? Auch. Es ist ein Überweg, du musst sie drüber lassen. Also es ist ein markierter Überweg, also. Also es ist kein Zebrastreifen in dem Sinne, aber es hat halt auf beiden Seiten jeweils die abgesenkten Bordsteine mit Magnetmarkierung und sonst was. Du musst eigentlich auch an Verkehrsinseln Leute drüber lassen, wenn sie halt dementsprechend markiert sind. Also wenn da irgendwie bei größeren Straßen in der Mitte noch eine kleine Insel ist, wo die dann drin stehen können.
Also der krasseste und krankeste Kreisverkehr, den ich kenne, ich bin da noch nicht selber gewesen, ich kenne ihn aber aus einem YouTube-Video, ist der sogenannte Driescher Kreisel. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wo er ist, aber das ist ein Kreisverkehr. Und da geht eine Bahnstrecke mittendurch, eine eingleisige Strecke in ein dahinterliegendes Industriegebiet. Der Kreisverkehr ist einspurig, hat einen Durchmesser von knapp 35 Metern und da geht so nicht ein Bahngleis gerade durch, sondern so schräg einmal um die Kurve. Und das heißt, das ist ein Bahnübergang mit, 13 Schranken, 26 Ampeln und insgesamt 8 Lautsprechern. Das ist so der krasseste Kreisverkehr, den ich kenne. Könnt ihr mal suchen nach Bahnübergang Driescher Kreisel. Kann ich gerade nicht, ich lande gerade in der Rialto. Nice. So nebenbei so. Na, wo soll's denn hingehen hier? Ach ja, wieder ganz nach hinten. Ah ne, nicht ganz. Nicht die schlimmste aller Parklücken auf dem Gelände hier. Wenn ich über den Todpunkt vom Auflieger rauskomme, dann kriege ich den normalerweise in einem Zug dahingestellt. Normalerweise. Ah, und was ich mir noch mitgenommen habe, ist das Verständnis für das Verhalten eines Anhängers. Weil ich mache ja Führerschein BE und da braucht man das ja. Aber, ach, wenn euch das doch reicht, ist mir das doch egal. Ausgezeichnet, wunderbar. Und neues Level. Töff. Tufte. Boah, es gibt keine passenden Kollegen. Ich vergammel hier. Oh, ich muss tanken. Ich fahr mal zur Tankstelle und mach da dann Schluss. Oder? Wir könnten eigentlich noch eine Tour fahren, ne? Irgendwie habe ich noch Bock. Aber nicht, dass du den Epilepsie kriegst. Oh. Können wir das bitte festhalten? Wort des Tages, Epilepsie. Ah, hey, haben wir ja schon. Okay. Okay, da darf ich nicht reinfahren. Finde ich scheiße. Epilepsie. Epiplepsie. Plepsie. Nein, Epilepsie. Oh scheiße, der kommt von rechts, der hätte Vorfahrt gehabt. Egal. Der kam flach. Erstmal eine Mannerschnitte. Für 1490 Kilometer sind wir mit einer Tankfüllung weit gekommen. Dann tanken wir mal für 1,61 Euro pro Liter auf. Das entspricht ziemlich genau dem aktuellen, nee, nicht mehr dem aktuellen Dieselpreis. Wir sind hier jetzt 4 Cent drüber. Tanken wir für 1060 Euro. Sehr gut. Oh. Na, was haben wir denn hier Schönes? Paris. Hey, nochmal Autos. Da könnte ich bös bescheißen bei dem Auftrag.
Ja, wieder so ein Double-Liner. Ich weiß, wo wir hinfahren. Fahr halt nicht, ach, du bist doch ein Idiot. Hier sind echt nur Idioten unterwegs. Habe ich das schon mal gesagt? Ja. Ja, ich weiß, dass ich ein Idiot bin. Das hat hier niemand gesagt. Ja, dann fahr du halt zuerst. Hat ja eigentlich auch wieder Vorfahrt. Stopp. Lustiger Auflieger. Nämlich ein Auflieger auf einem Auflieger. Liegt der Name überhaupt noch auf? Wieder das Lustige. Ein Kühler. So Kühler. Wie schwer ist die Fracht? 27 Tonnen Fischstäbchen. Will jemand was? Jemand braucht ja auf Fischstäbchen? So, vorher noch kurz was ich gucken. Nehme alle. So, fahren wir mal los. Stopp. Route. Will ich eigentlich nicht fahren, weil die scheiße ist. Denn den Fall noch nicht. Was hat ich mit der Problematik klarkommen muss, dann na, hilft nichts. Na, fahren wir einfach wie die es uns vorschlagen. Wird schon schief gehen.
sind hier nur zwei riesige Auflieger, die hintereinander hängen. Ist ja gar nicht groß, was wir hier machen. Nein. Sei, das ist sowas, womit du Spaß haben, auch Spaß haben könntest. Nein. Also im positiven Sinne, nein, im negativen. Ja, es war ja auch im negativen Sinne gemeint. Da werden die Leute, die mir zugucken, unheimlich viel zu. Na, wieso? Die sind nur zum Vorwärtsfahren gedacht. Also die kannst du. Wobei du den hier noch besser rückwärts fahren könntest als den anderen. Als den mit dem Anhänger hinten dran, weil das sind ja zwei Auflieger, wie gesagt, die aufeinander drauf sind. Ja. Ampel bleibt grün, Ampel bleibt grün, Ampel bleibt grün. Sehr schön. Hoppla. Lebt der Derby eigentlich noch? Na, ja, warum? Wunderbar. Oh, wieder ein Unfall. So, hoffentlich kommt jetzt keiner. Sehr gut. Der wunderbar. Braucht jemand was aus dem Buddy-Shop? Nö. Dein Buddy zum Beispiel. Und Mary Poppen Copy Shop. Mit. Gesundheit. Das Schild der Schweden vor dem Blitzer steht aber so gefühlt 20 Meter weg. Trotzdem schaffe ich es mit dem LKW von 90 auf 70 abzubremsen. Ja, andererseits wäre es auch schlecht, wenn ich es nicht schaffen würde. Weil eigentlich sollte ich in dieser Strecke den LKW komplett zum Stehen kriegen von 90 auf 0. Auf 20 Metern. Nein. Zug jetzt den anderen hier aber auch nicht überholen, weil ich ganz genau weiß, dass das nichts wird. Ich hoffe einfach drauf, dass der demnächst abbiegt, weil der geht mir auf den Sack. Was ist da vor dir? Ja, weil er so langsam fährt. Ja, er biegt ab. Dankeschön, Herr Kollege. Gute Fahrt noch. Ja. Aber das Problem ist, dass der nächste. Oh, nächste. Nächster, bitte. Komm, fahr weiter. Der biegt rechts, aber nicht links. Ah, es wird hier gleich zweispurig. Erstmal Weihnachtsgeschenke shoppen. Och, nö. Scheiße, du. Ich bin mal raus. Bis dann. Bis dann. Gute Nacht. Danke fürs dabei gewesen sein. Guten Ton. Was vergeht, Ben? Stefan. Stefan. Gute Nacht. Er ist schon weg. Ja, er ist schon weg. Bis dann. Internet Explorer am Start hier. Der Tobi Bane? Explorer. Ist das nicht Bane? Ja, ein Kind.
Nein. Was hat der gerade gesagt? Das war vor einer halben Stunde. Was hat der gerade? Oh, jetzt könnte ich ja eigentlich mal das anwenden, was ich in der Fahrschule auch gelernt habe: von der Autobahn runterfahren, auf der Ausfahrt bis zu 50 km/h abbremsen und dann um die Kurven fahren. Es gibt Peppermint Candy Cane. Also, Moment mal. Kurz fürs Protokoll, ne? Es ist eng. Das ist sehr eng. Quatsch. Wobei, ich fahre ja noch nicht über die Linien drüber, insofern geht das doch klar. Wie Kloßbrühe? Ja. Das Problem ist, lustig wird später, wenn ich diese Einfahrt wieder reinfahren muss, also von da auf die Autobahn, und dann um die Kurve da rum. Das wird lustig. Und das muss ich noch dreimal machen. I'm happy. And I know it, so I clap my hands. So. You're happy and know it, clap your face. Ja, warte, hat man nicht gehört. Hat man jetzt nur im Stream gehört, glaube ich. Oh, hier steht wieder ein Stück Wand, random auf der Straße. Random. Ihr rannt um oder random? Random. Und erstmal die überholen, weil sie mir zu langsam fahren. Die Bronkoll ist doch für eine Body-Joghurt. Fürs Protokoll ist es 17.47 Uhr. Es ist dunkel. Nahezu. Vollständig. Aber das hat Schweden halt so an sich, dass es da relativ früh dunkel ist. Winter in Schweden, ja. Ja. Aber Schweden ist ein schönes Land. Also, was ich hier so sehe, also die haben Schweden sehr schön dargestellt. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr gut. Das ganze Skandinavien ist toll. Umgekehrt wird im Sommer die Sonne bis 11 Uhr nicht untergehen. Ja. Ich habe einen tollen Mod drin, der genau das umsetzt. Reale Tag- und Nachtzyklen, der wird jeden Sonntag aktualisiert. Mit den neuen Uhrzeiten. Je nachdem, wie wann dann die Helligkeit im Spiel wo wie sein muss. Das finde ich halt echt cool. So. Jetzt kommt Engstelle Nummer 1 gleich. Sehen wir mal, wie wir das machen. Ich weit, weit ausholen. Ist da hinter mir irgendwas? Nein. Die Winteredition Vanilla Marshmallow. You see it? Ja. You see it in geht no aber. Ich liebe es. Dieses Spiel stellt einen immer wieder vor neue Herausforderungen. Und wir lieben Herausforderungen. Ja. Würdest du weiterfahren? Hättest du da Bock drauf? Ah, du willst abbiegen. Ah, ja. Da hatten wir die gleichen Gedanken. Sehr gut. Bums.
Batterie. Ja, cool. Er fährt auf die linke Spur und fährt dann aber nicht dran vorbei. Das ist sehr, sehr langsam. Fährt er noch oder steht er schon? Fährst du noch oder fährst du schon rückwärts? Nee, noch langsamer. Nee. Fährst du rückwärts? Überholst du noch oder fährst du schon rückwärts? Erstmal eine Absinth-Handcreme bestellen. Ist Absinth nicht krebserregend? Hab ich mal gehört. Weil da. Was war das? Ist nicht alles heutzutage krebserregend? Nein. Krebs zum Beispiel selbst ist nicht wirklich. Ist, glaube ich, nicht krebserregend. Was ist krebserregend? Krebs, ne? Ja. Oh, Mann. Ihr blöden Idioten, fahrt doch mal schneller. Das kann doch nicht sein. Ja, ich weiß, wir überholen müssen Getränk, 20 km/h schneller sein. Damals, das Getränk. Ja, ich meine ja das Getränk. Oh, ich nicht. Mahlzeit. Oh, Getränk. Getränk. Alter, jetzt. Ist das denn. Bitch, please. Yeah. Ist das dein scheiß Ernst? Bitch, please. Get out the way. Get out the. Ey, gute Idee. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Sehe ich ihn noch? Ach, da ist er. Ey, wenn ich ihm jetzt einen Streifschuss verpasse, dann klatsche ich ihn vorne mit meiner Kabine weg. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Dann lasse ich mich halt wieder zurückfallen und. Oh, da ist noch einer. Sehr gut. Oh, ich hasse diesen KI-Verkehr. Ach, die Polizei! Guck mal! Fahren wir. Nein, bleiben auf der Spur. Und fahren jetzt wieder an Polizei, Transporter und dem nächsten Kollegen vorbei. Weil die am Berg irgendwie so 50 km/h verlieren gefühlt und nicht mehr von der Stelle wegkommen. Mir soll's recht sein. Ist mir ehrlich gesagt egal. Können von mir aus auch im Boden versinken. Solange ich freie Fahrt habe. Wo fahren wir eigentlich nochmal hin? Nach Westeros. Wo fahren wir eigentlich nochmal hin? Ja, ich wusste, wir fahren irgendwo nach Schweden, nach Nordschweden. Ah, da ist die Polizei schon wieder. So, cool, wieder so eine enge Ausfahrt. Hatten wir ja gar nicht das letzte Mal erst, ist ja gar nicht so lange her. Oh, auf der Autobahn kommt uns ein LKW entgegen, was tun wir denn da? Abbremsen. Sollte ich eh tun, ah.
weiß eigentlich nur, dass ich den einfach nur weit außen hochziehen muss und dann habe ich da nie Probleme mit dem Auflieger. Und ich muss die Kurve jetzt schön weit fahren. Da kommt keiner, da kommt auch keiner. Dass wir so stark abbremsen müssten. Was ist der die oder das gerade? Hä? Was? Was ist der die oder das gerade gucken? Das gerade gucken. Fuck. Zugegeben, diese Straßenführung ist nicht leicht verwirrend. Denkt sich sowas aus? Der Typ gehört in den Arsch getreten, mit Arbeitsschuhen in den Arsch getreten. Stahlkap und Spikes. Also ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich gehe ja seit neuestem, na was heißt seit neuestem, schon seit jetzt 2 Monaten mit den Engelbert Strauß Schuhen in die Schule. Und ich muss sagen, das sind super gute Schuhe. Jetzt auch so große Eier. Hä? Wieso? Und Strauß. Ja, ja, ich hab's verstanden. Tatsächlich. Er hat nur ein bisschen Bedenkzeit geraucht. Die Gedenkzeit gebraucht. Nee, geraucht. Ich weiß nicht, was du geraucht hast. Schon wieder die Polizei und... Was ist es denn dieses Mal? Diesmal ist es nicht auf meiner Spur, sehr gut. Oh, da ist ein Auto in die Leitplanke geknallt, cool. Mal sehen, wann wir den brennenden Spritauflieger auf der Autobahn fackeln sehen. Den gibt's jetzt auch als random Straßenereignis. Fährst du über die Autobahn, hast du random irgendwie so einen komischen Auflieger, der gerade am Abfackeln ist. So, Engstelle Nummer 4. Irgendeiner hinter mir? Nein. Wir können wieder schön auf die linke Spur fahren und dann schön langsam vor allem. Hier reinäumeln. Gerade ziehen. Und ich sehe gar nichts dahin. Sieht gut aus. Ich sehe gar nichts, ne? Sieht gut aus. Erstmal sagen, obwohl man nicht weiß, ob man wirklich alles so gut gemacht hat. Kommt da einer rein? Sehr gut.
Gigidigigidigigidig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 
Komm, fahr zu, dass ich vor denen noch darüber komme. Das kannst du jetzt vergessen. Ja, doch, geht. Oh, fahren wir einfach. Die können von mir aus auch warten. Das ist mir egal. Sehr schön. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich hab's schon wieder hingekriegt, ne? Ah, hier. Aha. Ich töte jemanden, der tötet mich. Ja, kommt vor, ne? Gesehen. Juhu, absatteln. Ausgezeichnet. Bester Move, bester Ampel-Move ever. Ja, genau. Alter, was ein Penner. Ich hab zwar Vorfahrt, aber pff. Egal. Gut, dass wir hier in der Werkstatt fahren. Kann ich meinen LKW mal durchchecken lassen. Falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, Xai spielt nebenher Overwatch. Ja, ich find's gerade interessant. Ich hab gerade eine Runde Der Hans bei mir im Team, der hat zweimal seine Ult abgefangen. Ja, ich hab keine Fahrer mehr, die Minusprofit machen. Okay. Warum verdient der nur 3 Cent pro Kilometer? Was ein Unsinn. Ich hab gerade das gesamte Team will. Achso, das ist ja. Ich hab ganze 5 Anerkennung gerade gekriegt. Nice. Ah. Meine Firma macht wieder rein Profit. Ich meine. Rein Profit. Ich meine, Profit pro 7 Tage 4,3 Millionen Euro. In einer Woche. Das ist mein durchschnittlicher Profit für eine Woche. Ja. Bei seinem Gesamtkontostand von 242,7 Millionen Euro. Ja, was machst du mit dem gesamten Geld? Garagen kaufen, LKWs kaufen, Auflieger kaufen und Fahrer einstellen. Ja, und noch mehr Profit schaffen. Richtig. Oh, und meinen LKW aufrüsten und reparieren. Ach, nein, dieses Profit. Hä? Kannst du jetzt eigentlich noch pleite gehen? Nee. Eigentlich nicht.
Ich musste schon dreimal, ich musste dreimal neu an. Also. Nee, das ist nahezu ausgeschlossen, würde ich sagen. Also ich hatte am Anfang, habe ich nach jeder Fahrt hatte ich. Nach jeder Fahrt hattest du? Bei jeder Fahrt durfte ich noch 1000 oben drauf zahlen. Weil du das kaputt gemacht hast. Ja. Nicht mehr hochladen. Mit 98% Beschädigung der Frachtmühle aufgetaucht. Zusätzlich hab ich auch noch das. Kurz hier mal den Screenshot angucken. Das Schöne. Der war auch super. Das war auch einer der besten Parker, die ich jemals gesehen habe. Ja. Ich habe den dann vorsichtig weggeschoben. Ach ja, übrigens, Oh! Ja, schön. Destiny wird aktualisiert. Hm. Muss ich auch mal zocken. Mach so. Bei mir. So, ich wollte meinen Auflieger konfigurieren, beziehungsweise ich wollte mir noch einen Auflieger kaufen. Für Köln. Und zwar. Weißt du, was ich früher mal gelesen habe? Das sind Auflieger. Krass. Ausführung ändern. Ich habe die sprachliche Trennung nicht nach dem S, sondern vor dem S. Flachbett. Flachbett Dropside mit Kran, bitteschön. Mit. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist auch scheiße. Nehmen wir, das sieht zwar scheiße aus, aber egal. Bitte in schwarz. Oh, schwarz sieht komisch aus. Die Farbe ist Cancer. Nehmen wir schwarz, ist doch egal. Schwarz sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nö. Dann machen wir hier mal noch eine Rundumleuchte hin. Hier unten bitte einen Schmutzfänger. Das bitte in Exclusive. Long Vehicle kann man immer machen. Ah, cool, hier kann ich Boxen hinpacken. Sehr geil. Dann hätte ich hier bitte gerne. Das ist ganz schön interessant. Ein Palettenkasten. Dann hätte ich auf die Seite. Halt, stopp. Wenn wir schon einen Nobel-Auflieger machen, dann bitte ordentlich. Hätte ich eine Chrom- oder eine lackierte Box und. Dingens haben. Bitte mit LKW dazu. Geil, auf den habe ich so Bock, ohne Scheiß, Alter. Ja, vor der Stütze wäre auch scheiße. Der sieht auch gar nicht mehr so verkehrt aus. Wo ist die Stufe sinnvoller? Zwischen den Reifen? Dann kriege ich hier die größere Box hin. Ja, wäre schon so, ne? Du meinst, um auf den Hänger aufzusteigen? Ja. Zwischen den Reifen. Machen wir hier ein Ersatzrad hin. Machen wir hier auch einen Tritt hin. Machen wir hier noch eine.
Also ich sag mal so, ich nutz meistens, wenn ich die LKW entladen soll, benutze ich die Leiterstufe nicht. Warum kann ich nicht? Warum kann ich nicht? Na, dann machen wir es halt so. Kisten sind immer gut. Da habe ich die Palettenbox. Genau. Okay, so, und Reifchen noch. Reifchen hätte ich gerne in Standard Paint, in Schwarz. Mit... Nee. Mit Steel Paint in dieser Farbe und bitte mit... Diesen Reifen, genau. Die Elemental Tires. Bitte. Uah. Schwarz und so. Das sieht doch geil aus, oder nicht? Alter. Da kann ich dich vielleicht doch bitte mit Stahlboden haben? Ah, ne. Das Flachbett-Dropside gibt's nur mit dem Holz. Weil ich habe nämlich jetzt endlich einen Auflieger mit Kran. Das finde ich so geil. Oh mein Gott. Bestätigen. Kaufen. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Nein. Smash Bros. Ultimate. Das ist kommt ja demnächst raus. Das kommt in 3 Tagen raus, ja. Ja, ich habe erst heute davon erfahren. Wie hast du erst heute davon erfahren? Es gab so viele News und Nintendo Directs und sonst was, deswegen in den letzten paar Monaten, eigentlich im letzten halben Jahr. Ich wusste nicht mal, dass es neue Super Smash. Ich überlege gerade, wo das angekündigt wurde, Anfang dieses Jahres. Also das Einzige, was ich davon wusste, von diesem Spiel, ich konnte es aber nicht genau zuordnen, weil der Name dazu war, dass die Piranha-Pflanze ein spielbarer Charakter wird. Das ist das Einzige, was ich zu Super Smash Bros. An Infos neu gekriegt hatte. Seit das für die Wii und 3DS raus. Ah, hier waren die Radmuttern anders, genau. Hier waren sie grün und hier sind sie weiß. Das für Wii U und 3 ist es ja jetzt schon eine Jahre alt. Das ist neu. Ja. Das Ultimate kommt, das wird, glaube ich, dieses Jahr in der E3 ist richtig angekündigt. Ja, E3 habe ich nie gesehen. Gamescom gucke ich mir auch nicht an. Dann hast du auch wahrscheinlich auch keine einzige Spiel-News-Seite geschaut, oder? Weil es ja wahrscheinlich auch nach jedem Direct hoch und runter kommentiert wurde und auch zwischendurch. Nee, auch nicht gesehen. Was das angeht, das Problem ist bei mir, selbst wenn mich die Spiele interessieren würden, ich könnte sie mir nicht kaufen. Keine Switch. Abgesehen davon, und das zweite ist zu teuer. Ich bin bereit für ein gutes Spiel, was mir gefällt, bis zu 40 Euro. Für ein gutes Spiel, was mir gefällt, 40 Euro. Dann sag ich, okay, lohnt sich. Aber wenn ich da keine 80 Stunden rausholen kann und dann, wenn ich da jetzt nur 10 Stunden dran sitze und 60 Euro bezahle dafür, ist das mir einfach zu teuer. Die 60 Euro Spiele, die ich mir bis jetzt geholt habe, da habe ich auch jeweils über 100 Stunden dran gesessen. Weit über 100 Stunden. Es gibt ein einziges Spiel, das habe ich sogar vorbestellt. Und zwar Tales of Cilia, den ersten. Den habe ich mir vorbestellt. Augenkrebs, Farbe. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach, es hat sich sogar gelohnt. Für 70 Euro ein Spiel, eine Figur, ein Artbook für 70 Euro.
Ich habe mal online geguckt, die Figur allein kostet 25. Das heißt, ich bin dann schon mal bei fast 50 Euro. Das Abo kostet auch nochmal einen Zehner. Das heißt, ich habe da auch unheimlich viele Stunden reingesteckt. Ich habe es dreimal durchgezockt. Zweimal auf Seite A und einmal auf Seite B. Weil du hast ja zwei Hauptcharaktere, die jeweils eine eigene Storyline haben. Weil die sich unterwegs ja trennen und ja, wenn du Charakter A genommen hast, gehst du den Weg, hast du Charakter B genommen und den Punkt weiter. Fand ich ganz interessant. Und ja. Cool. Du hast einen schwarzen Ecker nicht. Ja. Hm. Aber erstmal denn, hä? Kann man die auch lila färben? Ich will lila haben. Ja. Ich mich sofort. Geil. Vorsicht, die folgenden Minuten enthalten epileptische Anfälle. Du musst doch jetzt das Fahrrad nicht hoch und runter ran. Ne, aber du kannst dir alle möglichen Farben, kannst du dir da drauf ballern. Ich frag mich gerade, ob es so sinnvoll ist, einen Kühlaufleger in schwarz zu streichen. Sagst du also in der Realität eher weniger, in dem Spiel wird es keinen Unterschied machen. Ja. Oh, schwarzes Kühlaggregat. Das muss sein. Wenn es das schon gibt. Ah. Umso besser. Ich werde zwar relativ selten vermutlich mit Kühler fahren, aber egal. Ich habe Geld, ich hab Geld zu viel. Wenn, muss es auch farblich passen. Ja, klar. Also, da sag ich nicht nein. Schwupp. Stunde habe ich schon gepennt, mindestens. Geil. Ja, ich bin auch am Rechner eingepennt. Komm auf. Das sieht geil aus. Ja, das brauche ich einen Palettenkasten? Brauche ich einen Palettenkasten? Vor allem auf beiden Seiten? Da habe ich ihn ja schon weggeschossen. Nee, Quatsch, da habe ich ihn noch da. Brauche ich einen Palettenkasten? Auf der Seite. Oder zwei lackierte Boxen. Brauche ich hier Boxen für. Nee, ich brauche eigentlich keine Ladungssicherung. Palettenkasten. Wie beim Curtain-Sider. Stauplatz für Paletten ist wichtiger als alles andere. Ja, die komplette Seitensilhouette. Nein. So. Bestätigen. Kaufen. Nach Köln. Sehr gut. Haben die das eigentlich übernommen, richtig, mit den Außenbreiten, dass die mehr sind außen auf der Breite innen? 247? 248? Ja, sie haben es übernommen. Cool. Jetzt muss ich gucken, dass ich schnellstmöglich wieder zurück nach Homburg, nach Köln komme, um meine neuen Auflieger auszutesten. Habe ich so Bock drauf. Vor allem auf den Kranwagen. Der Kran wird zwar nie funktionsfähig sein, aber allein so fürs Bild braucht man das. Gut, aber das soll's dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Wir gehen mal zurück hier auf den Homescreen.
Wir gucken uns natürlich noch zwei Highlights an. Das ist ja klar. Dann hauen wir raus. Dann muss ich mal kurz hier umstellen auf Just Chatting wieder. Genau. Ja. So, hier habe ich meine externe Festplatte, wo die Highlights drauf sind. Hatte ich das schon mal erwähnt, es sind insgesamt 193 Play of the Games, die ich zeigen könnte. So viel? Ja. Seit ich angefangen habe mit Overwatch. Ja, mir fehlen schon einige. Hast du schon welche verloren? Ich glaube, ich habe eins verloren bis jetzt. Ich habe schon 12 verloren. Mir ist eine Platte abgehauen, wo du es installiert hast. Ach so, scheiße, ja, stimmt. Vielleicht kriege ich die wieder zum Laufen, die Festplatte. Scheiße. Ich frag mich, wo sich in meinem Headset meine Haare da oben reinfressen, dass das so ein Ziehen am Kopf verursacht. Das geht mir vom Leim. Deswegen habe ich ihn hier. Sieht das nicht so. Ja, ich kann das nicht, weil bei mir, die fallen bei mir erstens ständig raus. Ja, bei mir gar nicht fest. Die fallen bei mir nur raus, wenn ich am Kabel ziehe. Wollen wir uns zwei Diva-Highlights angucken? Hast du andere? Ja. Habe ich tatsächlich. Kannst du mich zwei Diva-Highlights reinschmeißen? Was habe ich denn? Ich hätte. Ich habe Bastion, ich habe Diva, ich habe Soldier, ich habe. Torbjörn haben wir schon gesehen. Moira habe ich hier noch. Winston habe ich ein paar, weil ich da Jedi gespielt habe, das ist langweilig. Junkrat habe ich da. Ah, das geilste Highlight hebe ich mir noch auf, beziehungsweise die zwei geilsten Highlights gibt es als letztes zu sehen. Ich habe ein geiles Highlight, wo ich mit Soldier, mit der Nahkampfattacke zwei Gegner getötet. Mit einer. Nice. Ja, und das war meine kompletten Gegner. Der Gegner hatte ich ja nicht. Okay, ich weiß, was wir angucken. Und zwar habe ich hier einmal Brigitte und einmal Tracer. Oh, so. Da bin ich gespannt drauf. Brigitte. Stopp. Und ein Bild, bitteschön. Vom 31. März dieses Jahres. Gucken wir mal rein. Highlight des Tages Nummer 1. Aha. Okay. Kurze Analyse. Shit. Map Oasis. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Anna. Klopf, 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 klopf. Laufwerk, klopf kaputt. Als nächstes ist der McCree dran. Wegschleudern. Da fliegt die Anna noch durch die Gegend. Klopf, klopf kaputt. Rumdrehen. Da hackt sich die Sombra durch die Gegend. Da kommt sie rein. Klopf. Klopf kaputt. Also die erste, die da kam. Dann gehe ich noch auf die zweite los und dann war die Zeit vorbei. Genau. Das ist Highlight Nummer 1. Und dann haben wir. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist.
Highlight Nummer 2 mit Tracer vom 11. März dieses Jahres. Gucken wir mal rein. Jetzt wird's massiv. Oh Gott, da hatte ich das Spiel noch auf Deutsch stehen. Ha. So. Und allererster Analysepunkt ist natürlich folgender. Moment mal kurz. So, Analyse. Also, gucken wir mal rein. Ich finde diesen Blick hier am Anfang schon echt klasse. Tilititit. Blas dir die Haare aus dem Gesicht. Nimm lieber einen Kamm und Sprühkleber, es hält besser die Frisur. Also, Hanamura, wir stürmen rein, wir haben kein Overlay. Ich frage mich, warum. Also, wir sehen nicht, ob die Ulti aufgeladen ist oder welches Level ich bin oder wie viel Leben wir noch haben. Nein, da steht eine Mercy in uns drin, die heilt gerade. Dann gehen wir auf den Reaper los, zielen auf den, schießen vorbei. Da ist ein Torbjörn, der da rumsteht mit einem ziemlich komischen Gesichtseindruck. Der läuft weg. Hinterher, der Lucio macht seine Soundbarriere, sieht man schön, die Aufladung. Der Reaper schießt auf den Boden und schießt daneben. Und dann gehen wir dem Torbjörn hinterher, warpen uns weg, da fliegt der Reaper durch die Gegend. Und da geht der Torbjörn an die Seite, der kriegt jetzt die Bombe angeklebt. Mit der Bombe läuft er jetzt weg und weg und weg und geht zu seinem Team. Und indem er explodiert, das sehen wir hier schön in der Animation, oder schön im Bild, nimmt er noch den Zenny mit aus dem Team. Und da hinten liegt er. So. Friert sich die May ein und setzt eine Wall dahin. Und der Zielpunkt wird eingenommen. Und das war's mit dem Highlight. Wunderbar. Das waren die zwei Highlights des Tages. Sehr graziös, ich weiß. Hast du gut gemacht. Ich nehme zu wenig Zeit dafür, die einzelnen Helden anzugucken. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe die Highlights vorher auch noch nie analysiert. Ich habe die nur gespeichert. Ich kann dir sagen, wie viel Gigabyte es sind. Zu viel. 22,4. Zu viel. Nee, mein Problem ist, ja, dass ich einfach Helden nehme und einfach mal sterben gehe. Oder ich habe eine Runde, wir transportieren die Fracht. Die Fracht ist am Ziel, meine Ult ist. Und das mit Lucio. Ja. Und dafür kriege ich noch Anerkennung vom kompletten Team. Ich habe 5 Anerkennungen gekriegt. Yay. Aber ich denke, das dürfte es für heute auch wieder gewesen sein. Wir haben überzogen, um fast eine Stunde haben wir überzogen. Weil ich hatte ja für die Türchen eigentlich 90 Minuten angedacht, ne? Jetzt sind wir wieder bei 2 Stunden 20. Aber hey, das war's mir wert. Was hat gekostet? Es hat alles eigentlich schon angefangen mit dieser dritten Tour im LKW. Dann waren wir Auflieger shoppen und haben dann noch Highlights angeguckt. Naja, egal. Das nächste Mal nur zweimal fahren? Ja. Oder viermal, wenn wir es nochmal an einem Samstag spielen. So Samstag in 2 Wochen oder so. So, ja, 15. Keine Ahnung. Müssen wir schauen. Aber jetzt phasen wir wieder viel zu lange. Ich möchte Danke sagen an alle, die zugeschaut haben. Dankeschön an Konstantin, der da war. Danke an Xai fürs Reinschauen. Danke an Alex fürs Reinschauen. Danke an Tobi fürs Reinschauen und fürs Hosten. Danke an Xai fürs Hosten. Danke an Pestis fürs Dagewesen sein.
Danke an Stefan fürs dabei gewesen sein. Danke an Jan fürs Reinschauen. Danke an Tobi fürs Mitquatschen. Danke an Stefan fürs Mitquatschen. Vielen Dank an Benja fürs dabei gewesen sein. Danke an Xai auch fürs Mitlabern. Ihr wart wieder eine große Bereicherung, wie ihr das jedes Mal seid. Ich freue mich darüber. Und wenn euch das auch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und schaut auf Twitch vorbei für die weiteren Adventskalender-Türchen. Und falls ihr die verpasst habt, schaut in die Playlist rein. Dort findet ihr alle gar nochmal aufgelistet. Der Lotti Adventskalender, Lottis Weg nach Weihnachten 2018. Heute am 4. Dezember um 22.54 Uhr. Wir sagen Danke, wir sagen Tschüss. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.